Also wenn ich jetzt morgen von null anfangen müsste, das erste wäre, ich würde, wenn ich Kontakte hätte, sofort meine Kontakte kontaktieren und denen mein Wissen anbieten. Ganz einfach. Also das, was ich weiß, als Leistung anbieten, entweder beratend oder dienstleistend in dem Sinne. Ich würde wieder genau das Gleiche machen, was ich immer empfehle. Informiere Menschen, die das brauchen, was du kannst, na, darüber, dass du eine Lösung für ihr Problem hast. Ich würde sofort ins Informieren gehen, alle möglichen Leute anrufen, treffen, mit denen quatschen und schauen, wo kann ich Deals machen. Punkt. Also das wäre das, was ich tun würde. Wenn ich jetzt keine Kontakte hätte und auch kein Wissen hätte, dann würde ich mir zuerst irgendwo Wissen aneignen. Also ich würde gucken, was wird gerade gebraucht, was ist gerade irgendwie Trend, was ist heiß, was kann man einfach und schnell erlernen, wo kann man auch Menschen schnell und einfach von überzeugen, dass sie es machen oder machen wollen, um mir entsprechend Geld dafür zu geben. Und dann würde ich mir genau dort wieder Kontakte aufbauen. Ich würde anrufen, ich würde vor Ort erscheinen und ich würde Menschen fragen, die Menschen kennen. Und dann bist du wieder drinne. Also es ist wirklich, Geschäftsaufbau bis zu 10.000 Euro zu bringen, ist in meinen Augen so einfach wie es noch nie war. Es ist so einfach und so simpel. Es ist wieder ein anderes Thema, 100.000, 1 Million zu verdienen und so weiter. Ne? Du brauchst ein bisschen mehr Prozesse, es ist mehr Detail, du brauchst auch mal Hilfe, ja. Aber mal 10.000 Euro zu verdienen, ist doch eine super simple Geschichte. Und du kannst ja auch wenn es hier auf meinem Kanal nicht darum geht, aber du kannst ja auch hingehen und kannst jetzt zu einem Autohändler zum Beispiel laufen und kannst dir angucken, was der für Autos da stehen hat. So, und danach kannst du irgendwie Leute fragen, ob die das Auto kaufen wollen oder sonst was und holst eine Differenzprovision davon. Hast vielleicht selbst ein Auto oder irgendwas, was du verkaufen kannst. Baust dir so Kapital auf. Das fand ich super lustig. Ein Kunde von uns, der Marcel, der hat das zum Beispiel so gemacht. Der hat sich sein Auto geholt. Ich weiß gar nicht, was der für einen Schlitten hatte. Irgendwas, was er dafür 1.000 Euro mal gefahren ist, so einen alten Golf. Den hat er dann verkauft. Dann hatte der diese 1.000 Euro. Dann hat er sich ein höherwertigeres Auto gesucht. Und es hat irgendwie 2.000 gekostet. Da hat er dann mit denen rumgehandelt hin und her, bis die ihm das dann für 1.000 gegeben haben. Dann hat er ein 2.000 Euro Auto, was er für 1.000 geholt hat. Dann hat er dieses Auto genommen und hat es dann für mehr Geld wieder reingestellt. Hat den dann nachher für 2.500 verkauft. Der hat sich so mit seinem Schlitten, hat er sich hochgehandelt bis zu einem Range Rover Evoque innerhalb von 6 Monaten. Das heißt, innerhalb von 6 Monaten hat er aus 1.000 Euro sich ein 50.000 Euro Auto nachher geholt. Klar, es war ein Gebrauchter, der war dann natürlich nicht mehr so viel wert. Den hat er, glaube ich, dann für 30.000 oder sowas geholt. Aber ohne eigenes Kapital irgendwo einsetzen zu müssen. Einfach nur hochgehandelt mit dem, was er schon hatte. Man muss einfach nur ein bisschen kreativ sein und mit Menschen reden.